Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier so ein bisschen unsere Betonproduktion verbessert und wenn wir hier reinschauen, sieht die, ja, so schaut die schlecht aus, aber wenn man schaut, wir haben Konstruktionszahl 120 auf Lager. Bedeutet, das ist ein wesentlicher Fortschritt zu davor. So, jetzt aber haben wir aktuell Obdachlose, was natürlich nicht gut ist. Und ich habe mir gedacht, wir verbessern jetzt hier einfach mal. Wird ein bisschen dauern, aber ich hoffe, dass wir das relativ gut hinbekommen. Aktuell ist die Einigkeit natürlich dadurch auch gesunken. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Produktion von dem Zeug ein bisschen hochkriegen. Er produziert auch brav alles andere. Ich gebe mir jetzt mal hier einen Auftrag fürs Kurze. Hey, mach mal bitte das hier. Jetzt macht er einmal das fertig und dann sollte er wieder ein bisschen an den Stufe 2 Konstruktionsteilen rumbasteln, weil eigentlich haben wir 69 und fehlen eigentlich nur noch 31. Von daher sollte das ja nicht so schlimm sein. Warum er jetzt macht er das? Schauen, jetzt macht er da. Jetzt haben wir schon 12 wieder insgesamt auf Lager. Wie gesagt, ich will das eh ein bisschen in Zukunft mehr automatisieren. Man sieht ja hier schon, der Automatismus geht gut voran. So, ich gebe jetzt hier auch nochmal. So einen Auftrag, dann können die nicht auch automatisch abfließen. Kostet alles, natürlich alles Stufe 2 Zeugs und das haben wir jetzt gefressen. Wir schicken das mal auf Stufe 6. Es fehlt nur noch 19. Das geht schon, das geht schon, das wird schon. Vorteil ist natürlich, wenn das jetzt hier fertig ist, dann können die Platten automatisch abgeliefert werden. Und dann sollte das alles ganz, ganz fein funktionieren. So, jetzt müssen wir die Einigkeit wieder nach oben kriegen, ansonsten haben wir ein Problem. Ich will jetzt mal kurz was gucken. Wenn ich jetzt hier auf Kopieren gehe. Okay, dem Abstand müsste ich es hinstellen. Ah, dann nimmt das, dann frisst das. Das ist doch gut zu wissen. Das kostet uns das und das und jenes und das. Schicken wir gleich nochmal einen Auftrag. Dann mache ich hier eine Rohrleitung von hier nach hier noch. Und dann brauchen wir natürlich noch ein flaches Förderband, was von hier nach... Ach, der fördert jetzt einfach hier hinten lang. So schaut's aus. So, und in kürzester Zeit wird die zweite Produktion fertig gemacht. Die Leistungssteuerung deaktivieren wir jetzt wieder. An was hängt's bei euch da oben? Kohle habt ihr. Ihr seid einfach langsam. Versuchen jetzt mal unsere Betonproduktion ein bisschen zu steigern. So. Jetzt haben wir genug Mitarbeiter auch. Das Filtersystem hier scheint auch zu funktionieren. Hier kann dann jeder Eingang alles filtern. Holy shit, das ist natürlich geil. Das ist mega geil. Also ich werde mir in Zukunft vielleicht mal mit filtern. Also zu Langstreckentransporte, dass man das filtert. Also dann sagt man, hat drei Dinge und man filtert halt das raus, was man braucht. Vielleicht gar nicht doof. So. Die sind halt jetzt bummvoll und ich überlege gerade, ob wir was hier lang führen. Also wenn, dann wäre es halt echt ein Kabelstrang von da nach da. Dann wäre es halt hier angeschlossen, ne? Oder ob wir das komplette Ding da hinten nochmal hinstellen, aber das ist irgendwie ein bisschen doof. Das Problem ist halt auch, ich will es auch nicht jetzt... Also ich müsste im Grunde, wäre es eine Verbindung von hier bis hier hinten. Die komplette Strecke lang. Ist schon ein bisschen brutal. Das heißt, ist der
Ah, da kannst du es umdrehen, okay. Schiff kann es gerade halten, okay. Was ist mit J? Ah, natürlich die Anzeige schalten. Ich muss mir überlegen, wie ich das am schlauesten mache. Das ist jetzt alles ein bisschen blöd gerade noch. Wir haben noch keinen wirklichen Plan, wo ich in Zukunft Essen produziere. Tue ich das nach hier oben vielleicht verlegen? Ah, da werde ich auch minen. Oder nehme ich... Ich nehme die Stelle hier hinten einfach. Höhö. Wir baden das frei und fangen hier an mit Essensproduktion. In Zukunft können wir Wasser eh filtern. Was ist bei euch jetzt das Problem? Seid ihr so voll jetzt oder was? Das Ding steht ja fast. Was ist denn jetzt los? Als ob die zwei auf einmal ausreichen würden. Also ich kopiere euch jetzt schon mal. So, wir machen hier noch ein tiefes Förderband hin. Keine Ahnung, warum ich mache es, aber ich mache gerne einfach hier so ein Doppelförderband draus. Weil ich dann meine, dann hat er einen höheren Durchflussrate. Einfach so ein bisschen so logikmäßig. Doppelte Durchflussrate und so ein Zeugs. So. Da, dass wir es kopiert haben, hat er gleich die Einstellung auch direkt mit übernommen. So. Brauche ich eigentlich Zement dafür? Ja, Zement brauchst du so oder so immer. Das Coole ist, durch die erhöhte Produktionsleistung brauchen wir nur ein Zement. Hm. Brauche ich schon? Oh, ihr habt schon den ganzen Teil weg, den ihr bräuchtet. Und nicht schlecht, dann den Rest. Flacht es weg, macht es platt. Schutzaktuell hier mit dem Schutt. Geben wir mal das ab fürs Erste, würde ich sagen. Na, jetzt fangen sie hier an, die Schräge zu schütten, weil dann können sie hier hochfahren. Also ich werde auf jeden Fall hier hinten eh lang baggern mal. Hier mal durchratschen und das alles gerade backen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Kann ich mittlerweile eigentlich schon die Wände bauen? Das wäre für mich so noch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Mit den Wänden kannst du nicht echt gut dein Gebiet stabilisieren. Keine Forschung gewählt. Oh! Ich glaube, weil wir mittlerweile hier hinten angekommen sind und durch hier hinten... Nein, brauchst du immer noch nicht. Wo sind diese blöden Wände da? Dann forschen wir schnell die Stützmauern. Dann das Wartungsdepot, dann Rohrleitungen... Frachtschifftechnologie. Wir müssen Frachtschiffe auf der Weltkarte entdecken. Ah, okay. Fortgeschrittene Dieseltechnologie, Meeresbohrtechnik muss ich dafür finden. Dafür muss ich Weizensaat auf der Karte entdecken. Okay. Ja, dich kann ich wenigstens machen. Und dich kann ich auch schon mal machen. Biogasanlage, Crackinganlage. Einfach Entsalzung, Energieerzeugung. Das wird nochmal ein Energieschub, das sage ich euch. Oh, unsere Wohnungsgebiete sind schon wieder zu klein. Shit. Dann fangt schon mal wieder an. Erhöhtes Gebiet. Scheiße. Was heißt die Momentmaschine? Ich will dich einmal kopieren, einfach aus Sicherheit, dass wir nochmal eins haben dann. 91, da fehlt schon gar nicht mehr viel. Die produzieren eh ordentlich. So.
es wird doch langsam alles. 647 Arbeiter, jetzt kann ich für die Flüchtlinge schon wieder das Ding ausschalten. Brauche ich aktuell nicht mehr. Ich überlege, ob wir hier hinten vielleicht ein Gebiet erstellen, wo wir Wasser verarbeiten. Also Dreckswasser, dreckiges Wasser in richtiges, schönes Wasser. Dass wir eine schöne Umwandlung machen können. So, wie scheint, haben unsere Bäumchenmeister hier wieder nichts zum Ernten. Ich gebe euch mal das komplette Gebiet hier frei. Erntet, was das Zeug zählt. Ich will das freikriegen. Das dann ebnen vielleicht sogar. Warte mal, ist das noch alles komplett Kohle? Nee, okay, das ist ein neues Kohlegebiet. Holy shit, aber auch riesig. Da ist nochmal ein riesen Eisengebiet. Das ist das, was wir schon angegeben haben. Hier ist Sand überall. Das Kupfergebiet, hier ist nochmal Wasser. Wäre natürlich zum Pflanzen geil. Haben wir denn da hinten auch irgendwo Wasser? Ja, okay, dann müssen wir halt umwandeln oder wir schicken es aus dem... Doch, hier. Alles Wasser. Nice. Also wir können hier wahrscheinlich so 3-4 Stück hinstellen an Nahrungserzeugung. Und dann können wir die hier abbauen. Die kommen nicht mehr nach. Okay, also eigentlich müsste ich jetzt schon das Kabel erstellen. Dann bereite ich aber mal besser vor. Ich denke mal, das Maximale, was durchgeht, sind 6 Stück. Ich würde schauen, dass wir es auf einer relativ gleichen Höhe hier halten. Aber es ist jetzt halt im jetzigen Zeitpunkt das Schlauste, ne? Ich weiß sonst aktuell nicht. Ich kann natürlich den Kupfer rüberfahren. Also, dass wir das komplette Produktionsgebiet nach da drüben schicken. Oder wir schicken das ganze Produktionsgebiet nach da drüben. Ich muss eh irgendwann den Haufen hier mal wieder ordnen. Das war ja alles noch der Anfangs-Shit, dass wir das ordnen machen. Und könnten wir hier gescheit hinbauen anfangen. Also, fürs Erste scheint mir das die einzige Variante sein, die funktioniert. So. U-förmiges Förderband. Unser erstes ewig langes Förderband. Holy shit. Also muss ich sagen, vorteilhafterweise gibt es kein Limit. So, okay. Da richtet man die Scheiße. Ist das lang? Aber hey, wenn man sich's leisten kann aktuell, dann macht man das. Holy shit. Wie viel fehlt denn noch? Ja, 100 allein von dem Zeug brauche ich. Schon ein bisschen brutal. Was ich jetzt hier an Ressourcen verbrauche, aber dafür geht halt die Produktion wieder besser, was natürlich wieder dazu führt, dass wir mehr von dem Zeug produzieren können am Ende, ne? So, Stützmauer wurde jetzt erforscht. Hier haben wir die guten Stützmauern lang. Terrain too low. Das ist das, das am Ende hier den Weg abstützen soll, dass ja nichts passiert. Also ich will auf jeden Fall mal, dass wir... die Breite schon mal schützen anfangen. Weil wenn hier nachher der Schutt reinfällt, dann haben wir das Problem, dass die Verbindungen nicht gescheit funktionieren. Langsam schaffen sie es eh, dass der Schutt hier vorgeht. Achso, dich habe ich noch gar nicht eingestellt, ne? Du sollst Kalkgestein nehmen. So, die Produktionen sind halt pumpvoll mittlerweile. Wir reduzieren euch hier. So.
So. Wie schaut's aktuell aus? So ein langes Förderband habe ich noch nie in diesem Spiel gebaut. Macht es fertig, kommt schon. Yes. Somit beginnt es. Das Förderband. Holy shit. Oh mein Gott. Wie viel passt auf dieses Förderband? 400. Das hat eine höhere Kapazität wie unser Lager. Alter, allein in Highspeed dauert es ewig. Nee, das tue ich mir nicht an. Aber wir warten auf jeden Fall noch, bis das soweit ist. Der Bagger. Oh, unser Eisen scheint fast leer zu sein. Schau an. Der Bagger kommt jetzt hier dazu. Ihr kriegt 3 LKWs. Der Sinn hinter der Mauer ist, dass wir das jetzt hier abstützen können. Und dann nachher sozusagen die alte Kalkmine dann vollfüllen mit dem ganzen Müll und Dreck. Was uns dann hoffentlich einen Vorteil bringt. So, ihr seid auch bummvoll, ja. Sind das mittlerweile auch ein bisschen übertrieben, aber es kommt schon, das Zeug. Es kommt schon. Es dauert nur kurz. Wie viel haben wir denn aktuell auf Lager? 12, 20, okay. Ja, wenn die arbeiten, also obwohl die arbeiten eh fast immer, ne? Das darfst du dir fast gar nicht verübeln. Also sie kriegen halt zu wenig, obwohl 2 Minen dran angesteckt sind. Da merkt man aber auch schon wieder, wie heftig eigentlich das Ganze ist am Ende, ne? So, konstruktionsmäßig ist ja alles super. Wie schaut es mit der Kohlemine aus? Die läuft auch gut. Die hat gleich langsam bald mal das Gebiet ausgearbeitet, was wir mal vor Ewigkeiten in Auftrag gegeben haben. So, die zwei buddeln sich jetzt auch hier mal durch. Aber wir müssen nachher auch... Okay, der Vorteil ist natürlich, wir können den nachher dann nach hier hinten zum Beispiel auch Benzin schicken und alles, ne? Oder wir können dann hier auch eine Tankstelle hinstellen und alles drum und dran. Wir müssen die auch nicht so weit fahren zum Tanken. Das können wir dann auch noch machen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, schicken wir das hier rüber, tun das hier durch. Wasser kann man nach da hinten schicken, das kann auch direkt befüllt werden. Ist doch nicht schlecht. Kann ich Wasser filtern? Nee, ne? Doch, hier. Ermöglicht die Verteilung und Priorisierung von Flüssigkeit bzw. Gasen über einen der beiden Eingangs- und Ausgangsanschlüsse. Bedeutet, du kannst die dementsprechend teilen. Arsch, jetzt ist es da. Jetzt geht's los. Es zieht auch fürs Erste nur durch und jetzt füllt es wahrscheinlich dann das Lager auf dementsprechend. Vielleicht wäre hier oben der Ausgleich gar nicht doof gewesen. Weil jetzt stehen natürlich die da so mit so, was machen wir? Und bis dieses Lager durch ist, dauert es ja auch ewig. Ausgleich für Schmelzer ermöglicht die Verteilung und Priorisierung von Schmelzen über... Oder man muss beide 2 Filter hier einbauen. Links, rechts. Kann man den drehen? Ja, mit F. Nee, oder doch... Dann geht er... Hä? Aber wie ist denn der normal? So. Kann ich hier nicht drauf platzieren? Schade. Also der macht es erstmal wahrscheinlich jetzt bumm voll, so wie ich es mir vorstelle. Wo du natürlich hier hinten auch den dementsprechenden Verbrauch hast, ne? Das darf man natürlich auch nicht verdenken.
Der zieht jetzt hinterher. Naja, aber Beton steigt. Wir haben auch wieder Materialien, alles drum und dran. Dann würde ich jetzt mal die Mauer hier auch weiterbauen. Als Schutz einfach. Nein, das war falsch. Oh Gott, geh weg. Nope. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, wenn man nicht weiß, wo was ist. Da steht auch schon wieder Scheiße. Jetzt ist der zu hoch. So. Dann kann ja hier einfach nichts mehr passieren. Das ist der Vorteil. So. Beton läuft. Beton ist da. Und wir haben eine geringe Lebensmittelversorgung. Ja, super. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.